Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvest Teller. Wir befinden uns vor dem finalen Bosskampf. Wir haben schon in der letzten und vorletzten Folge versucht, ihn zu besiegen. Und ja, ich habe ein bisschen gelevelt. Ich habe Heilung, ich habe alle Waffen von Cracker, Istina und mir auf Level 9 gebracht. Und ja, ich glaube, wir sind Level 64. Wir werden es so nochmal versuchen. Und da wir es schon zwei Folgen lang versucht haben, würde ich sagen, begrüße ich euch hier und ich schneide dann den Versuch hier rein, bei dem wir es tatsächlich auch schaffen, gegen Gaia zu gewinnen. Und ja, wir sehen uns dann.
gut, danke. Wieso widersprecht ihr mir? Eines Tages würdet auch ihr es verstehen, Volk dieses Planeten. Die Menschheit bringt nichts als Zerstörung. Am Ende verletzt ihr euch gegenseitig und wünscht euch euren eigenen Untergang herbei. Wenn ihr das wollt, solltet ihr alle hier verenden. Das ist der Traum. Der Traum des menschlichen Untergangs. Gaia hat sich eine Apokalypse für den Planeten gewünscht. Jetzt keine Kraft mehr. Oh nein, nein, bitte, bitte sag mir, das war der letzte Boss, aber. Oh bitte, bitte, bitte nicht noch eine Phase. Das war's, das ist wirklich das Ende. Wer bist du? Du, okay, Gaia. Wollt ihr trotzdem nicht aufgeben? Ich erfülle nur den Wunsch der Menschheit. Das ist es, was ihr wolltet, wisst ihr noch? Ich will diesen Teufelskreis nicht mehr vorantreiben. Es ist besser, dieser grausamen Realität ein Ende zu setzen. Hunger, Krieg, Armut, Krankheit. Egal wie viel Zeit vergeht, all dieses Leid wird bestehen bleiben. Menschen sind unfähig, sich zu respektieren, selbst wenn sie die Ansichten des jeweils anderen verstehen. So seid ihr alle tief in eurem Herzen. Ihr habt dies nur noch nicht erkannt, weil ihr es alle voreinander verbergt. Jedes Mal, wenn ihr euch gegenseitig verletzt, brecht ihr einen Teil eures eigenen Herzens heraus. Eine solch unvollkommene Lebensform sollte besser aussterben. Eine perfekte Lebensform sollte den Weg ebnen, wie eine künstliche Intelligenz, die kein Herz besitzt. Und die Menschheit soll zum Schlussakkord ihrer Spezies gelangen. Ihr habt euch das alles selbst zuzuschreiben. Natürlich, ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber leider kann nicht jeder so sein wie du. Ist es dir noch nicht aufgefallen? Niemand hat jemals wirklich deine feste Entschlossenheit begreifen können. Leute wie dich hat es im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer und immer wieder gegeben. Solche Leute nennt man Helden. Sie gelten als außergewöhnliche Geschöpfe. Besondere Geschöpfe, die keine Menschen sind. Die Menschen konnten sie in ihrer Welt nur auch dadurch akzeptieren, dass sie die Helden nicht als Menschen ansahen. Weil sie zu großartig waren. Die Leute glauben lieber daran, dass es sich nicht lohnt, sich anzustrengen. Sie sehen lieber einfach nur zu. Daran, dass du stark bist, besteht kein Zweifel. Aber die Stärke deiner Entschlossenheit macht dich einsam. Wie willst du den Schlussakkord der menschlichen Spezies auf eigene Faust rückgängig machen? Steigt dir dein Ego nicht langsam zu Kopf? Aber ich bin doch gar nicht allein. Ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe unzählige Gefahren überwunden. Habe ich das alles wirklich nur für mich selbst getan? Nein. Bin ich auf mich allein gestellt? Nein. Ich bekomme doch nicht dieselben Zweifel wie Aria. Nun, genug geredet. Die Geschichte der Menschheit endet hier. Jenny ist nicht allein. Du hast mir aus der Dunkelheit geholfen, als ich wegen Tierla am Boden war. Jetzt ist es an der Zeit, mich dafür zu revanchieren. Mich hast du auch immer unterstützt. Dank dir haben wir alle so viel erreicht.
Es ist immer eine Freude, in deiner Nähe zu sein. Würden wir dich nicht alle mögen, hätten wir uns nie gefunden. Ich möchte das mit dir bis zum Ende durchziehen. Du hast wütend auf Kierkegaard als alle anderen, als er mich betrogen hat. Du hast es dir zu Herzen genommen. Azir hat recht, diesmal liegt es an uns, dir den Rücken zu stärken. Wir sind bei dir, Jenny. Wir sind alle zusammen so weit gekommen, weil es uns wie dir geht. So wie deine Gefühle zu uns durchgedrungen sind, werden sie auch irgendwann diesen Planeten erreichen. Exakt. Selbst ich als nichtmenschliches Wesen kann deine Gefühle wahrnehmen. Es ist noch zu früh für das Ende dieser Spezies. Und das kann ich nur dank dir sagen, Jenny. Dank dir konnten wir an den undenkbaren Traum glauben, das Silentium zu beenden. Lass es uns zu Ende bringen. Worauf warten wir noch? Verteilen wir ein paar Tritte in den Hintern oder sowas? Gefühlvoll wie immer. Wo ist Aria? Oh. Als ich auf diesem Planeten aufgewacht bin, war ich ganz allein. Es hat mir das Gefühl gegeben, dir ein wenig näher zu sein, weil du auch keine Verwandten hast. Aber du und ich, wir waren letztlich doch verschieden. Und trotzdem hast du mich gerettet, als sie oben mich verschleppt haben. Und ich konnte nicht verstehen, warum du das getan hast. Aber als ich mehr Zeit mit dir verbracht habe, konnte ich es langsam verstehen. Du kannst nicht tatenlos zusehen, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt. Das bist einfach nicht du. Zieh dich nur mal in der Stadt um. Wenn du auch blickst, überall findest du Leute, denen du auf irgendeine Art und Weise geholfen hast. Es kommt also überhaupt nicht in Frage, dass wir dich hier sitzen lassen. Du hast uns alle daran erinnert, wie wichtig es ist, eine Verbindung zu anderen zu haben. Dieser Schlussakkord der Spezies ist ein Haufen Unsinn. Denk doch nur mal daran, dass die Welt dank jemandem wie dir immer noch eine Chance hat. Und das sage ich, die bereits eine Apokalypse miterlebt hat. Die Menschheit kann von vorn beginnen. Seit ich dich kenne, Jenny, habe ich wirklich angefangen, daran zu glauben. Also komm schon. Gehen wir, Jenny. Sie warten alle auf dich. Warum verstehst du es nicht? Deine Mühen sind umsonst. In der Tat. Nun gut, wenn du darauf bestehst. Nein, ich noch eine Form. Ich war so happy hier. Oh, verarsch mich doch nicht. Dann werde ich dir klar machen müssen, dass der Traum jetzt ein Ende hat. Also wer Kingdom hat, akzeptiere ich's ja. Aber das Spiel übertreibt gerade ein bisschen. Warum
Was passiert, wenn ich hier verliere? Muss ich ganz von vorn anfangen? Also immer wieder gerade tot. Was? Zum Henker? Was hält mich da eigentlich? Oh Gott. Nein. Das praktisch Emo. Ich meine, man sieht zwar nicht, dass sie mitkämpfen, aber Emo war ja Heilerin. Also was anderes würde mir dazu gar nicht einfallen. Also dass jetzt Emos Kräfte halt sind. Ich habe Angst, mich zu sehr auf die Heilung zu verlassen von Emo. Ich darf halt nicht vergessen, dass ich auch selbst noch Heilung habe. Ei, ich war nicht mehr im Kreis. Aber Emo scheint da gut gegen zu heilen, wenn sie die Heilerin gerade ist. Doppelschaden war gerade nicht so schön. Komm, aber okay, muss ich stehen, so finde ich den Kampf echt cool. Dass wir praktisch jetzt die Kräfte von allen Gefährten trotzdem haben. Dass wir jetzt gemeinsam gegen Gaia kämpfen. Also richtig gemeinsam. Nicht nur zu dritt. Wann habe ich die verbraucht?
Ach verdammt, ich habe aus Versehen meine Heilung verbraucht. Das ist jetzt natürlich sehr dumm gelaufen. Bleibt ja nur noch Gaia selbst. Selbst wenn du mich aufhältst, ändert das nichts daran, wie alles enden wird. Der Menschen verschwendet selbst ein solch kostbares Wunder. Und erzeugt weiterhin eure wertlosen Doppelhelixe. Helixes? Was? Aber, das heißt, hat zu einem weiteren Wunder geführt. Wer bist du? Es könnte eine Zeit kommen, in der alles verloren geht. Wie du gesagt hast, könnten die Menschen in einem Meer von gegenseitigem Misstrauen untergehen. Ja, das werden sie. Der Winter der Zerstörung ist unabwendbar. Und trotzdem wird die Menschheit weiterleben. So wie die Jahreszeiten wechseln, wird auch die Menschheit einen weiteren Frühling erleben. Wenn sie weitere Wunder dieser Art vollbringt, könnte sie auf eine andere Zukunft zusteuern. Vertrauen wir auf sie und wachen wir über sie, während sie danach strebt, in diesem Augenblick zu leben. Versprich mir eine Sache. Ganz gleich, wie schwer es wird. Oder wie hoffnungslos es manchmal erscheinen mag. Du lässt niemals den Kopf hängen. Du blickst immer nach vorn. Versprochen. Es ist vorbei. Dank dir ist das Silenzium für immer Geschichte. Vielen Dank, Jenny. Ich wusste, es würde dir gelingen. Ich bin froh, dass ich mich an jedem Tag auf dich verlassen habe. Nein, in Wahrheit bin ich gerettet worden. Wenn die Dinge klarer geworden sind, wird es Zeit, dir alles zu erklären. Wenn du es hier sicher herausschaffst, dann suche mich in der Orbitalwiege auf. Bitte komm allein. Hier drüben. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was die ganze Wahrheit ist. Soll das bedeuten, dass wir vom Silenzium keinen Schaden bekommen haben, weil sie uns die ganze Zeit beschützt hat? Oder kommt dann noch mehr? Ach, hier bist du, okay. Boah, ich bin so happy, dass wir den Kampf geschafft haben.
aber ich habe ein bisschen Angst davor, was jetzt noch passiert. Nun ist alles vorbei, also werde ich dir alles erzählen. Allerdings ist es möglich, dass du mit diesem Wissen nie wieder in diese Welt zurückkehrst. Hörst du mich trotzdem an? Also gut, wirf einen Blick auf diese Kapsel. Auf der Kapsel steht der Name Jenny. In dieser Kapsel schläfst du, Jenny, dein wahres Ich. Die Verwirrung steht dir ins Gesicht geschrieben. Doch ich denke, dir ist bereits aufgefallen, dass tief in dir ein weiteres Bewusstsein existiert. Wenn du dich am Scheideweg befindest oder eine wichtige Entscheidung treffen musst, flüstert es dir zu. Das bedeutet nicht, dass du eine gespaltene Persönlichkeit hast. Nein, ihr beide seid Jenny. Erinnerst du dich, als du mitten des Silenziums aufgewacht bist? Du bist meinem Ruf gefolgt. Jenny, Jenny, raus aus dem Federnschlaf, mit der Zeit aufzuwachen. Ich habe deinen leeren Körper mit einem Bewusstsein erfüllt. Und dieses Bewusstsein stammte von Jenny, von der Person, die in dieser Kapsel ruht. Das bist du. Du scheinst zu glauben, dass du deine Erinnerung verloren hast. Es liegt daran, dass du überhaupt keine Erinnerung an diesen Planeten hattest. Dein Bewusstsein war der Schlüssel zur Rettung dieses Planeten. Weil du nicht nur das Leben auf der Erde Los Gaia kennengelernt hast, sondern auch das auf dem neuen Planeten Regaia. Hättest du nur eine von beiden Welten gekannt, wärst du wie vor Bord in Aria gezwungen gewesen, eine zu zerstören. Obwohl, das wäre etwas ganz Natürliches. Alle Lebewesen haben einen natürlichen Überlebensinstinkt. Auch genau deswegen habe ich dich gebraucht. Deine Entscheidungen haben deine Werte wiedergespiegelt, obwohl du dich nicht an sie erinnerst. Anstatt dich zwischen zwei Welten zu entscheiden, hast du die außergewöhnliche Entscheidung getroffen, beide zu retten. Ohne deine feste Überzeugung wären wir niemals nach Gaia durchgedrungen. Wir hätten das Silenzium nie beenden können. Nur du konntest das vollbringen. Und zum Glück hast du es geschafft. Danke. Ich werde dir für deine Entscheidung auf ewig dankbar sein, Jenny. Dies ist die Geschichte deiner Welt. Also bitte, halte deine Welt weiterhin in Ehren. Die Planeten werden über dich wachen. Ich werde über dich und die Menschheit wachen.
Es sind einige Monate her, seit ich die Argus-Brigade verlassen habe, um der königlichen Garde beizutreten. Es ist zu schnell zum Vorlesen, lies selbst, Entschuldigung.
Wo hast du denn so lange gesteckt? Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Ja, schön, dich wiederzusehen. Ich habe diese Art der Kommunikation vermisst. In letzter Zeit unterhalte ich mich ausschließlich mit der KI. Jedenfalls wollte ich dich etwas fragen. Ich möchte, dass du mich auf eine Forschungsreise begleitest. Wohin geht's denn? Naja, in Los Gaia wurde eine nicht registrierte Ehenzuflucht entdeckt. Dort möchte ich hin, aber ganz alleine wäre ich ziemlich einsam, also... Du hast doch eine Menge Freizeit, oder? Ich meine, von der Feldarbeit abgesehen. Oh, stimmt, unsere erste gemeinsame Reise war auch eine Forschungsreise, oder? Freut mich, dass du mitkommst. Ich hätte nicht gewusst, wen ich sonst fragen soll. Es wäre schön gewesen, wieder mit allen zusammen unterwegs zu sein, wie in alten Zeiten. Aber seit dem Ende des Silenziums kümmern sich alle wieder um ihre eigenen Angelegenheiten. Ich und mein KI-Team müssen etwas wegen Los Gaia unternehmen. Aria, hast du wirklich geglaubt, du könntest dich nicht auf uns verlassen? No. Oh, ich sitze hier gerade und grinse wie so ein Honigkuchenpferd. Ich dachte, unsere Einstellung hat sich nicht geändert. Einer Dame helfe ich jederzeit. Ja, das hat sich auch nicht geändert. Ich würde für dich auch alles stehen und liegen lassen, Aria. Aber wieso? Hallo, ich bin da. Du hast gerufen. Jenny hat mich gebeten, herzukommen. Du, lass mich raten, du lebst noch immer im Haus von Jenny. Na und? Wie kannst du mir böse sein, wo ich so viel Verstärkung mitgebracht habe? Mich hat jemand anderes hergezerrt, und zwar die da. Sag, was du willst, aber vorhin warst du ziemlich begeistert. Du warst ganz auf dem Häuschen, alle wiederzusehen, weißt du noch? Nein, war ich nicht. Ach, Einhorn, hi, du auch? Wird uns die eigentümliche Kreatur ebenfalls begleiten? Wie kannst du es wagen, mich so zu verunglimpfen? Aber du bist doch eine Kreatur. Das reicht jetzt, du Wichtel. Siehst du, Aria, wir lassen euch beide nicht einfach allein gehen. Ich bin gerührt. Ein Problem für Los Gaia ist unser aller Problem. Du solltest dich mehr auf uns verlassen. Wir sind deine Teamkameraden, erinnerst du dich? Du hast recht, ich danke euch allen. Dann sollten wir Jenny wieder die Leitung der Untersuchung übertragen, in den alten Zeiten. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Nutzen wir nicht die Kapsel in Lethe? Ich ahnte es bereits, also habe ich eine neue Funktion ins Luftschiff eingebaut, die Reisen nach Los Gaia ermöglicht. Wann hast du... Jenny, bereit zum Abflug? Bereit, wenn du es bist. Verstanden. Wird eingeleitet. Ziel Los Gaia, Ehenzuflucht. Und so startet ein neues Abenteuer mit allen gemeinsam, weil genau dafür Freunde da sind. Und ich denke, das war dann wohl die Main Story. Ich weiß ja nicht, ob man danach noch weiter spielen kann und farmen und ob es vielleicht wirklich noch Content auf Los Gaia gibt. Und ja, wow. Ein sehr schönes Spiel. Wir haben es endlich durchbekommen. Endlich den Boss besiegt. Ich bin ja so happy.
No. Und wieder dieses typische wohlig-warme Gefühl im Bauch. So am Schluss. Trotz der vielen Dinge, die mich doch gestört haben. Vielen kleine Dinge tatsächlich eher. Überwiegend dieser Bauch. Dieses Heilen mit Essen war ja okay, aber dass der Bauch voll wird und dass dann die Ausdauer auch noch davon abhängig wird, ist irgendwie schwierig, meiner Meinung nach. Ich hätte zumindest gern die Möglichkeit gehabt, nur Ausdauer zu heilen. Aber nicht lang rummeckern. Im Großen und Ganzen fand ich, war es ein echt schönes Spiel. Ich werde wohl auch noch mal eine ausführlichere Review dazu machen. Vielleicht in einem Short-Video. Und ja. Ich mochte das Spiel. Ich mochte es vor allem durch seine Story, seine wunderschöne Musik. Es war ein sehr optisch eindrucksvolles Spiel. Mir hat es optisch sehr gefallen. Und ja, die Charaktere. Es waren irgendwie Klischee-Charaktere. So doof das klingt, aber es waren halt irgendwie trotzdem auch Charaktere, mit denen man sich anfreunden konnte, mit denen man eine Verbindung aufbauen konnte und ja. Es hat einen doch immer wieder neugierig gemacht, dass man weiterspielen wollte. Und ja, ich bin einfach happy, dass wir es durch haben. Ich bin happy, dass ich es erlebt habe. Ich bin happy, dass ihr dabei wart. Und ich bin sehr gespannt, ob ich gleich noch ein bisschen spielen darf, farmen darf. Und ob vielleicht noch was auf Lost Gaia passiert. Und ja. Genießen wir doch einfach die Musik am Fluss.
Okay. Ja, ich möchte eine abgeschlossene Spieldatei erstellen. Speicherstand 5. Ja, wird mit einem Stern gekennzeichnet. Schön. Dann kann ich da wohl weiter farmen und, naja, Beziehungsquests hoffentlich noch erledigen. Schauen wir doch mal rein. In einer Welt ohne Silenzium auf jeden Fall. So, Frühlingshauch Tag 10 abgeschlossen. Ich bin hier gespannt. Frühlingshauch Tag 11. Die Welt wurde vom Silenzium befreit. Du kannst Karanoid jederzeit betreten. Genieße weiterhin die Welt von Harvest Tyler. Und etwas ist im Dachgeschoss. Ah, ja, schauen wir doch mal nach. Wir haben bestimmt eine neue Trophäe bekommen. Yep. Wahrscheinlich dafür, dass ich die Hauptquest abgeschlossen habe. Schade, dass hier nirgendwo dabei steht, für was die Trophäen sind. Nun. Dann schauen wir direkt mal, können wir die noch machen? Ja. Wir können noch die letzten Beziehungsquests angehen. Wir räumen alles aus dem Lager. Ich hatte ja versprochen, dass wir auch die letzten Beziehungsquests noch machen. Auch wenn die Hauptquest abgeschlossen ist. Und wir haben einen Brief. Post. Schloss Louispresse, eine Welt ohne Silenzium. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Ihnen heute gute Neuigkeiten verkünden. Silenzium kehrt nie mehr auf den Planeten zurück. Ich wiederhole. Das Silenzium wird nie mehr zurückkehren. Ich würde diesen Erfolg gern der Königlichen Brigade zuschreiben, doch das wäre irreführend. Wir haben dies der Gruppe, die ich in meiner letzten Übertragung erwähnte, zu verdanken. Wir sprechen ihr unseren tiefsten Dank aus. Danke, dass ihr den Planeten gerettet habt. Ab jetzt werden die Verhältnisse hier nur besser werden. Vielleicht kann ich eines Tages sogar vor euch stehen und euch persönlich danken. Dies ist die letzte Ausgabe der Schloss Louispresse. Ich ermutige sie alle, von nun an nach der Realität zu leben, die sie im Augen und Ohren wahrnehmen. Mit Menschen, ich liebe euch. Okay. Wer auch immer diese Post geschrieben hat. Einmal Glockel und Wollum rücken. Weil wir so happy sind, dass wir es geschafft haben. Hallo, ihr Süßen. Und ja. Dann würde ich sagen, werden wir uns wohl verabschieden. Erstmal, übrigens, diese Bäume, mega süß. Hier hängen kleine Monde dran. Ich meine, es heißt Mondfrucht, aber es sind halt wirklich kleine süße Monde, die da dran hängen. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Hauptstory soweit gefallen. Und ja, vielleicht bleibt ihr noch bei den Beziehungsquests und schaut zu. Ich würde mich freuen. Und ja, wenn nicht, sehen wir uns in einem der anderen Let's Plays, die noch kommen werden, hoffentlich. Das nächste Video dann sein. Wahrscheinlich läuft das sogar schon. Ich schätze, nebenher läuft gerade die Series The Lost Demon. Und ja. Danke fürs Dasein und wir nehmen uns beim nächsten Mal die letzten Beziehungsquests vor. Noch immer speichern. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bis bald. Tschüss.